glaube, es ist eine sehr starke Mannschaft heute. Es wird für die Tölzer heute eine richtige Herausforderung. Die sie mit Sicherheit gerne annehmen und hier das erste Bulli für sich holen. Ja, und da ist er drin. Das ist das 1:0 für die Tölzer Löwen. Max French trifft auf Zuspiel von Sascha Martinovic, der da wieder von hinterm Tor rausgepasst hat. Und dann schlägt das Ding oben ein. 1:0 für die Tölzer Löwen. Wir schauen es uns nochmal an. Hier ist Sascha Martinovic. Passt er noch vorm Pfosten hoch in den Slot? Ja, die 91 wollte noch blocken, aber ja, halbherzig. Ja, dann ist der Puck im Tor. Scheibe geht da dann irgendwie doch noch durch zu Max French. Ja. Und der trifft erneut, sein zweiter Treffer heute in Überzahl für die Tölzer Löwen. Schau es nochmal an, ja, Schlager macht es gut, macht selber erstmal Druck zum Tor und irgendwie legt er ihn der Rückhand durch und da ist noch Platz zwischen Pfosten und Stockhand. Wir schauen uns nochmal an. Aber da haben sie ihm natürlich viel zu viel Platz gegeben, den Philipp Schlager. Ja, und konnte ja seelenruhig vor das Tor da laufen. Das war natürlich nicht gut von Bad Lein. Jetzt ist er drin. Frei. Und du hast schon gesagt, bevor es der Fall war, der Puck ist im Tor. Luba die Becker profitiert hier von dem hängen gebliebenen Schuss, wo lange niemand weiß auf dem Feld, wo der Puck ist. Puck war, okay. Und fällt dann glücklich vor die Kelle von die Becker. Wir schauen es uns an. Ja, ich glaube, ja, muss halt Bella dastehen, getroffen. Wie der Luba dasteht, er kommt nicht oft, der Puck. Schläger das Glück hat man nicht oft, aber wenn er da steht und den Puck da trifft, ist er auch drin. Ja, drei Powerplay-Tore für die Tölzer Löwen. Es sieht schon sehr gut aus. Oh, es sieht schon sehr gut aus, was Weller, McNeely, die Belka-Flieger und McKnight hier machen. Ja, es ist spitzenklasse. Wunderbar herausgespielt, wieder fängt an für die oben an der blauen Linie, wo einfach Weller mit der Drehung, obwohl es eng ist, ich meine, wenn du das machst du auch nicht jedes Mal, da brauchst du einfach auch dieses Selbstvertrauen aus den vergangenen Partien, dann traust du dir sowas zu und leitet dann eben diesen Überzahltreffer ein, da Pfleger schaut und findet den Weg durch und dann auch die Direktabnahme springt da, glaube ich, auch ziemlich steil weg vom Schläger und geht da direkt untergekannt die Latte rein, da kannst du das Torwart auch gar nichts mehr machen. Jetzt spielt sich da jetzt die Scheibe ein bisschen zu noch. Ja. Das war's. Ja, der Tabellenzweite aus Nauheim verliert hier in Tölz 4:0. Das Powerplay macht den Unterschied. Und ja, insgesamt geht der Sieg verdient an die Tölzer Löwen, die hier nichts zulassen und somit auch ihrem Torhüter den Shutout sichern, der eine sehr stabile Leistung gezeigt hat und sich somit über seinen ersten Shutout dieser Saison freuen darf.